Ein Teilgebiet der Zahnmedizin ist die Kieferorthopädie. Sie befasst sich mit der Behandlung von Fehlstellungen der Kiefer und der Zähne. Dies ist wichtig, um mögliche Spätschäden durch Fehlbelastungen der Zähne zu verhindern. Zunächst erscheinen Schönheit und Ästhetik das erste Ziel zu sein. Wichtiger ist jedoch, dass gerade Zähne und Kiefer wesentlich widerstandsfähiger sind. Zähne, die an falscher Stelle gedreht oder schief stehen, können den erheblichen Belastungen in ihrem langen Leben weniger gut standhalten. Zähne, die an richtiger Stelle gerade stehen, können dagegen den Kaudruck besser an das Knochenbett weitergeben und bleiben so länger erhalten. Auch das Karies- und Zahnfleischerkrankungsrisiko lässt sich durch harmonisch ausgeformte Zahnbögen effektiv verringern. Denn zu eng und schief stehende Zähne sind sehr schwer sauber zu halten. So wird späteren Zahnerkrankungen durch ein frühzeitiges Eingreifen wirksam vorgebeugt. Ja, ein Teil des Konzepts der ganzheitlichen Kieferorthopädie ist es, die Ursachen der Fehlstellungen der Zähne und der Kiefer zu erkennen und danach auch zu behandeln. Ursachen einer Fehlentwicklung können sein: Allergien der Atemwege mit Behinderung der Nasenatmung und einer damit verbundenen Mundatmung, Verspannungen und Verkrampfungen der Kiefer-, Hals- und Nackenmuskulatur, Haltungsschwächen der Wirbelsäule sowie ein vorzeitiger Verlust von Milchzähnen durch Karies sind Ursachen, die Veränderungen im Zahn- und Kieferbereich nach sich ziehen. Indem wir diese Ursachen erkennen und behandeln, vermeiden wir oft eine unnötige Behandlung mit festsitzenden Apparaturen wie Brackets auf den Frontzähnen. Falls eine Behandlung dennoch notwendig wird, stehen moderne Apparaturen wie Crozat und Bionator zur Verfügung. So gelingt es auf schonende Art und Weise, unseren kleinen Patienten zu einem schönen, symmetrischen Gesicht sowie geraden und gleichmäßigen Zähnen zu verhelfen. Viele Eltern wollen ihren Kindern und Jugendlichen gerade und schöne Zähne ermöglichen und vertrauen hier dem Therapiekonzept der Praxen Dr. Hager. Ein früher Beginn der Behandlung hat hier Vorteile, denn gerade in jungem Alter sind die Knochen und Zähne noch sehr beweglich. So kann hier die Entwicklung noch besonders gut gelenkt werden. Ja, das Ziel der kieferorthopädischen Behandlung, vor allem bei Kindern, ist es, einen ausgewogenen, individuellen Zahnbogen mit einer guten Verzahnung zu erreichen. Und in der ganzheitlichen Kieferorthopädie ist es möglich, dies in 90% der Fälle ohne das Herausnehmen von Zähnen zu erzielen. Wurde eine solche Behandlung im Kindesalter versäumt, kann dies im Erwachsenenalter nachgeholt werden. So kann auch diesen Patienten zu ästhetischen, schönen Zahnbögen verholfen werden. Die unsichtbaren Crozat- und Bionator-Zahnspangen sind hierfür in der Regel eine sehr gute Lösung, mit der Fehlstände der Zähne wirkungsvoll und zugleich schonend korrigiert werden können. In der ganzheitlichen Kieferorthopädie haben wir heute die Möglichkeit, mit herausnehmbaren und unsichtbaren Geräten, den sogenannten Crozat-Geräten, sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Und somit können wir auch Patienten, die im Berufsleben stehen, die Möglichkeit geben, Zahnkorrekturen durchführen zu lassen, ohne dass im sichtbaren Bereich Brackets angebracht werden müssen. Eine Behandlung von zum Beispiel Lücken, Eng- oder Schiefständen der Zähne lässt sich so sehr gut behandeln. Auf diese Weise haben bereits viele Erwachsene durch die Hilfe der Zahnärzte Dr. Hager zu harmonischen und schönen Zähnen gefunden. Ob groß oder klein, die Patienten werden gemeinsam im Team von Spezialisten umfassend betreut und mit innovativen Methoden behandelt. So leisten die Zahnärzte Dr. Hager tagtäglich einen Beitrag zur Zahngesundheit ihrer Patienten. Kompetent, menschlich nah und aus einer Hand.